Will ich jetzt da mal da. Komm, ein bisschen noch. Schau ich gerade mal, wie weit es noch ungefähr ist. Ach, okay, hier ist wohl schon falsch. Also zu tief, viel zu tief schon. Ah, fuck. Ich brauche hier doch... Nein. Egal, mach ich da schnell so einen Stein hin. Okay, wir sind schon viel zu tief. Ich schau mal, dass ich ungefähr an der richtigen Stelle rauskomme. Hier. Da muss es irgendwie rein. Schau mal, wie wir das jetzt machen hier. Machen wir ein bisschen mit Dreck zu. Ach ja, okay, hier vielleicht nicht gerade gleich. Erst wenn ich raus bin. Boah, ich darf mal schauen, dass da darf natürlich jetzt nichts. So alles halt hier rausstehen. Dann kommen sonst die falschen Gänge rein. Boah. Mach ich mal davon zu. So schnell das Wasser mich jetzt die ganze Zeit. Jetzt hätte die Spitzhacke weg. Ne, eigentlich so, ja. So. Na, jetzt mal, ich glaube, irgendwann auch wieder höher gehen. Vielleicht hätte es schon lange höher gehen sollen. Schau mal hier. Höher. Das muss auch noch weg. Hä, ist das jetzt verbunden oder nicht? Fuck, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, ne? Ich kann ja einfach so machen. Okay, so wäre es verbunden. Fuck, Alter, wie weit geht's denn da jetzt raus? Schauen wir jetzt nochmal. Nee, nicht so. So. Wie hat denn der das gemacht, Alter? Ich muss es mir jetzt mal alles genauer anschauen. Okay, der lässt es hier reinlaufen. Das wollen wir aber so nicht haben. Der wird mich zwar hassen, vielleicht ist es jetzt Umbau, aber ich mach's trotzdem. So. Zwar machen wir das so, dass das hier gar nicht reinfließt. Das fließt hier zur Seite raus. So, so. Ja, hier soll es aber nicht reingehen. Toll. So, das mache ich hier doch mal kurz weg, das Wasser. Wo hatten wir das Ding? Jetzt ist es hier oben irgendwo. Hier ist es. So, stimmt das? Ja. Ja, doch, so geht's hier raus. Das muss weg, das muss weg. Hier so. Jetzt will ich schauen, ob das bis zum Ende läuft. Du Mann, Creeper. Zum Glück ist hier Wasser, Alter. Wie kommt denn der Creeper hier rein? Lass ich mal raus hier. Kackding. Nein, doch nicht so. Mal hier zu. Ich weiß aber nicht, ich glaube, es läuft nicht bis da durch, wenn ich ehrlich bin. Nee. Habe ich mir schon fast gedacht. Hacken wir es mal schnell weg und gehen der Sache auf den Grund. Dass bloß hängen bleibt. So, hier geht's rein irgendwo. Okay. Hier muss schon eins tiefer sein. Oder zwei tiefer sogar. So. Not good.
Okay, wenn ich jetzt hier schon, wenn ich hier jetzt eins tiefer baue, alles. Hier muss natürlich dann zu sein. Hier auch. So. So. Dann war ich ein bisschen drin, oder? Ja, sogar ziemlich perfekt bis nach hinten. Darf ich aber hier natürlich jetzt wieder ganz zu haben. Also, was heißt ganz zu haben? Ich hier wieder einen Block hoch haben nur. Und hier machen wir es so. Hier machen wir es so. Ups, da muss wieder ein Holz hin. Hier wollen wir auch Holz hin haben. So, okay. Und jetzt schauen wir mal. Alter, ich hänge hier irgendwo drin. Das heißt, Tobis kommt es da auch rein. Was ich gut finde. Okay, dann schauen wir mal. Ich schaue nochmal beim Tobi schnell rein. Wie leuchtet es erstmal ein bisschen besser aus hier? Wenn irgendein Unglück passiert mit dem Creeper wieder, dass er diesmal nicht im Wasser drauf geht. So, ja, das läuft gerade darunter. Und bei mir, wie sieht es mit den Kartoffeln aus? Wie weit sind die? Naja, nicht wirklich weit. Scheiße, ich hätte jetzt mal einen kleinen Probelauf gemacht. Getreide sieht wahrscheinlich auch noch. Ja, das ist eins fertig, wow. Ist alles. Huh? What the fuck? Oh, da kam einfach gerade ein Creeper. Die Treppen, die Leitung runter waren, zum Glück bin ich dann nach außen gegangen. Schon jetzt, ade, schöne Welt, Mann. Hei, hei. Ich bin wahrscheinlich hier oben irgendwo gespawnt. Hier sieht es mir noch ein bisschen dunkel aus. Noch auch mal ein bisschen heller. Okay. Und da hatte ich noch eins. War nicht hier. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da runter kann, einfach weil das der Creeper mir gleich mein ganzes Haus wegbasht. Geh einfach mal bei Tobi runter. So. Und so. Der hätte dir gemacht, dass es hier nicht nach unten läuft. Hä? Hey, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Achso, jetzt. Das kann ich. Ach, das ist ja echt cool gemacht, ey. Also cool, was heißt cool? Das ist ein bisschen verrückt, aber trotzdem cool. Ach, fuck, der ist also doch noch da. Geh weg, bitte. Jetzt wäre er tot mit dem Schwert, aber ich hau ja mit der Spitzhacke drauf. Oh, cool, braucht nur ein Hit mehr. Wow. Das war irgendwie knapp. Knapp, weil es mir lieb ist. Ach komm, machen wir hier gerade auch noch die Raschin-Treppen hin. Das sieht auch ein bisschen komisch aus, finde ich. Alter, jetzt brenne ich auch noch, du Kackviech. Alter, wenn du mein Haus anzündest, geht's Abzug, das zeig ich dir. So, jetzt hat er bestimmt tot, kriegt er XP. Trüb ich noch das Skelett, aber das lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Das lasst mich auch, wie es aussieht, nicht in Ruhe. Alter, ganz gefährlich. Falsch rum. Das ist ganz falsch. So ist richtig. So. Ich wage das Skelett, wird sie schießen. Hä? Achso, da hat wahrscheinlich das Skelett mich fortgehittet. Geh weg, Alter. So. Okay, gut. So sieht's ganz okay aus. Farmhaus steht. Wasser kommt rein. Nice. Sehr nice. Da will ich noch ein bisschen Holz. Da will ich noch Holz unten haben. So. Ja doch, das passt. Gefällt mir. Like that. I like that. Da auch noch schnell auch noch Holz hin.
zeigt er immer. Obwohl man da glaube ich keinen Unterschied sieht. Ja, komm, so passt es. Sieht gut aus. Okay, dann werde ich hier, eine Aufmachpause machen schon. Habe ich noch irgendwas zu tun? Außer Steine zu fahren und das ein bisschen schön aussehen zu lassen da oben. Ja, ist jetzt nicht gerade das Wunderschönste. Ah, ich finde die Silhouette ist gar nicht so dumm. Komm, ich gehe jetzt noch kurz das Getreide bei uns drüben abbauen. Und dann werde ich. Ach, Moment. Das ist jetzt. Ich hoffe, das fließt jetzt nicht beim. Ja, okay, aber sobald ich das Wasser wieder ausmache, wird es wieder zurückfließen. So, ich baue das Getreide hier schnell drüben ab. Die Kartoffeln und so ein Scheiß. Oh, fuck. Erstmal ins Lager gehen. Das ganze Zeug in die Kiste für alles reinhauen, dass die Turbi immer wieder einsortiert. Bäm. Die lassen wir gerade da, weil da geht natürlich Hühner füttern. Fackel kann man auch immer behalten. Ah, das Getreide kann ich gerade auch unten lassen. Und Werkzeug lasse ich auch mal da. Ach, na, mitnehmen. Nicht vergessen. So. Seeds werde ich ja wahrscheinlich genug bekommen, um es wieder anzupflanzen. Alter, wie einfach alles fertig ist. Schnell durchrennen. Ja, hab mir jetzt bekommen als 3D. Boah, Alter. 20 Seeds schon mehr. Wir haben eindeutig zu große Felder. Und jetzt haben wir auch noch da hinten das Silo, Alter. Das ist ja ewig gehen. Wir werden nie wieder Hunger leiden. Mal schauen, vielleicht spielen ja auch mal mehr Leute mit als Tobi und ich nur. So zum Spaß ein bisschen. Wo ich immer Angst habe, dass die irgendwas selber bauen. Also ich mag es nämlich, wenn ich mir auf dem Server spiele, dann heißt es für mich immer, alles zusammen machen. Keiner macht irgendwas selber. Aber ich gerade eigentlich genau das Gegenteil mache. Ich baue ja selber was, aber Tobi, ich sag es halt mal. Und ich baue ja nicht irgendwie was Neues, sondern ich baue ja einfach nur das fertig, was wir schon angefangen haben. Und der hat ja auch noch sein Silo drüben, also ich habe jetzt nur meins fertig gebaut, was ich ja eh allein gemacht hätte. Ja, es gibt halt Leute, die bauen dann ihr eigenes Haus und so und alles. Das kann ich nicht so. Also, es gibt natürlich sauber, da macht es bestimmt Spaß, so jeder hat sein eigenes Haus und so, und am Schluss schaut sich das an, aber. Bei mir muss es nicht unbedingt sein. So, wieder alles anpflanzen. Vielleicht fliegen irgendwo ins Wasser. Oh. Das hätte jetzt auch runterfüllen können wieder. So. Wie viel 3 habe ich jetzt eigentlich? Oh, über 2, 64 Stacks. Über 2 Stacks einfach. 64er Stack ist ja eigentlich schon irgendwie logisch. Außer bei Eiern. Und Schneebällen, glaub. Aber auch nicht so viel dran. Sonst weiß ich gar nicht. Ich glaube, sonst ist überall 64 das Maximum. Oder halt 1. So, Getreide fertig. Jetzt kommen Karotten. Also, ich glaube, da kriegt man noch viel mehr als beim Getreide. Aber da gibt es natürlich auch keine Seeds. Ein 64er Stack ist schon voll. Anschluss überprüfe ich mal. Okay, ja, ich habe auch zwei Getreidefelder, musst du mal überlegen. Und hier habe ich nur ein Karottenfeld. So, ich habe 3 64er Stacks, jetzt pflanze ich die wieder an. Schauen wir mal, was übrig bleibt. Ja, da, ich glaube, da tue ich irgendwann noch so eine Holzplatte drüber. Das macht, wie ich da reinfall immer. Okay, aber ich ernte auch gar nicht so oft. Und 2 Finanzkristallen. Nein, ja, okay, ich habe weniger Karotten, aber ich habe auch nur ein Karottenfeld. Also an sich sind Karotten lohnreicher als Getreide. Auch wenn man mit. Also, natürlich braucht man Getreide für Kühe züchten und so. Und Schafe. Ich glaube nicht, dass man irgendwie mit was anderem züchten kann. Aber ich habe es noch nie getestet, also ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Das heißt nichts, wenn die da nicht irgendwie damit anlocken kann, weil die Hühner, ist ja auch die Gänse haben, scheißegal, irgendwie trotzdem kann man sie damit füttern. Und keine vergiftete Kartoffel bekommen, ey. Yay. So. Aber hier müssen wir, glaube ich, nochmal Kartoffeln schnell holen. Ne, die werden ja nachgefüllt, zum Glück. Ich habe es mehr als 64.